Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu M9, ja, Part Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Ja, ich kann es irgendwie bewegen, ja. Wollte gerade fragen, kann ich es irgendwie vielleicht auch vorspulen? Ja, genau. Zwerg muss in ein paar Stunden auf Arbeit sein. Oh. Schade. Da steht er auf. Hat ausgeschlafen. In weiser Voraussicht habe ich mir schon ein Doppelbett gekauft. Oha. Ja. Ich dachte mir, ich spiele das heute mal so zwischendurch mal als, ja, am Sonntag mal als Letztstissel so ein bisschen. Ja. Oh, ein Zwergen muss auf Toilette. Na dann. Geh auf Toilette. Duschen musst du auch noch. Dem unteren Bildschirm habe ich, oh, Freund verloren. Es tut weh, einen Freund zu verlieren, aber die Situation ist nicht aussichtslos. Mit einem Anruf lässt sich vieles wieder einrenken. Okay. Der darf doch jetzt nicht wieder schlafen gehen. Eine Rechnung in Höhe von 91 Dollar. Was? Du musst mal deinen Buddy anrufen, den Freund, den du verloren hast. Der will weiter pennen. Ist wohl zu müde. Ruf sie mal an. Das war der Sim, den wir verloren hatten. Ich habe ein bisschen Offscreen gemacht und habe mich so ein bisschen an eine reingeschmissen. Ja. Zwei hat sich ein bisschen. Geht's dir jetzt mal nach Hause ein? Zwei hat sich nämlich versucht, ein bisschen, ja, eine Freundin zu holen. Wenn du versteht, was ich meine. Der kann ja nicht immer alleine hier bleiben. Klar, ich komme mal rüber. Das ist schön. Und du schläfst nicht weiter. Nein, Zwergi, nein, nicht weiter schlafen, nein. Nix da. Das Besuch. Dann geh mal hoch, geh mal raus. Die ist wer für dich. Ich weiß, es ist gerade eine ungünstige Winkelsache. Aber da haben wir sie. Ja, kommst du mal rein. Deswegen jetzt hier reingeladen. Kommt auch rein. Nein, 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 nein. Ja, endlich geht er mal raus. Telefon klingelt. Ist der Boss von der Arbeit. Deswegen nicht zur Arbeit kommt. Ja, geh einfach nicht ran. Zwergen wurde gefeuert. Oh, dachte ich mir schon. Mist. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh, shit. Shit happens. Lass mal ihn ein bisschen reden. Oh, müde ist er. Der hat doch lange geschlafen. Nicht? Ja, komm. Er scheint ihn irgendwie zu mögen. Also, zumindest unterhält sie sich gerne mit ihm. Auch wenn er müde ist. Und im Schlafanzug vor ihr steht. Genau. In Schlafklamotten. Sieht das? Und wer ist sie dort? Wer ist die Blonde dort? Vor dem Mülleimer? Muss ihn nicht interessieren. Sei mal ein bisschen freundlich. Bringt dich vielleicht weiter. Ja, er ist müde, aber er macht weiter. Ein schöner Witz hier. Oh, das
klingt nach Freundschaftssound. Manchmal muss man auch den Schlaf hinter sich lassen und mal ein bisschen Freundschaft knüpfen. Freundschaft knüpfen, alles andere ist dann zweitrangig. Okay, wer macht hier? Oh. Okay, sieht schon mal nicht. Ihr geht's gut. Oh, wer ist denn der? Wer ist denn der Typ da? Der hat aber einen markanten Bart und eine richtig rückige Frisur. Ja, ich weiß, Zweig, du bist müde. Freundschaft knüpfen muss man auch, weil wenn man müde ist. Über was reden sie gerade? Scheinbar über die Sterne. Ja. Mit Servietten reden? Okay. Wenn es gefällt. Sie hat Hunger, dann soll sie doch reinkommen und was essen. Ich habe dir doch schon eingeladen. Dann wird es doch gleich mal kommen. Oh, jetzt wird's romantisch. Sie hat Hunger, ich muss ins Bett. Ah. Soll sie mal reinkommen, Nacht bleiben. Oh, jetzt massiere ich sie. Das lässt sie scheinbar mit sich machen. Das heißt, das ist schon mal gut. Na, dann bitten wir sie doch mal hinein. Soll ich mal was zu essen machen? Soll mal ein bisschen über die Nacht bleiben? Mal so ein bisschen. Ja. Ich bin müde, sie muss essen. Ja, komm. Was ist Zeit dafür? Oh. Sie wird noch ein bisschen romantisch. Flirtet noch ein bisschen. Ja, uns beiden jetzt nicht gut. Komm, lass sie mal rein. Oh, hat sie gerade angenommen? Ich kann es nicht deuten. Sims-Sprache. Ja, scheint, sie hat es angenommen. Ist gut. Ich muss mich noch um einige Dinge kümmern. Ich gehe jetzt leider besser. Lieber besser. Tut mir leid. Oh, schade. Na, dann geh mal schlafen, Zwergi. Dein Job bist du eh durch. Oh, da steht eine Tür. Was? Da steht eine Tür? Habe ich wohl einfach eingebaut. Steht eine Tür mitten im Raum. Hat man es gesehen. Ja, dann geht er einfach mal in sein Doppelbett. Oh, wieso nicht? Hier, da, seht ihr die Tür. Steht einfach so rum. Oh, was so ist. Meinem kleinen Haus hier. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Wand hin. Du bist ausgeschlafen, oder was? Was? Es brennt? Wo brennt's? Wo brennt's? Wo brennt's? Es brennt? Gefeuert. Ach so. Bei der Arbeit rauszufliegen ist nicht gerade ein schönes Gefühl. Ja. Zeit, sich einen neuen Job zu suchen. Na, das werden wir dann auch mal machen. Ja, Hunger hat er auch. Dann soll er sich mal was besorgen. Soll er sich mal ein Müsli oder sowas zum Futtern. Achso, ich dachte gerade, er geht durch die Tür mit einem Raum. Nö, er holt sich was aus dem Kühlschrank. Was hat er sich geholt? Ein Müsli, oder? Ja, habe ich auch auf Müsli geklickt. Mach nom. Telefon. Der Boss, der will mich wieder haben, oder was? Ich bin gerade beschäftigt mit Essen. Kann gerade nicht dran gehen. Nein, ich esse gerade. Ah, Lilly. Die wollte ich natürlich zurückrufen. Die rufst du mal zurück. Na, das machst du aber gleich mal. Ich dachte, es ist wer anders. Ja, wieso habe ich das gedacht? War ja relativ klar. Na, er liest in der Zeitung. Komm, mach. Ich finde was. Oh, hier die Jobs. Wissenschaft. Gastronomie. Gesetzeshüter. Ein Gesetzeshüter werde ich nicht normal. Ich glaube, das war ich gerade schon. Testobjekt bei der Wissenschaft. Koch, da habe ich mittwochs und donnerstags frei. Das ist doch ganz gut. Da vielleicht versuche ich mich mal als Koch. Ich werde es bestimmt versauen, aber versuchen kann man es. Ja, ich weiß, du musst morgen zur Arbeit, aber
Du musst einen Sim anrufen. Auf, raus aus dem Bett. Es ist zwar 22 Uhr, aber komm, noch geht's. Da ging es an der Tür. Dann mach mal auf. Nicht? Ruf mal an hier. Zeitung, wer steht da draußen vor der Tür? Kann ich da hingucken? Scheinbar nicht. Dann ruf mal an hier. Nicht können wir so um die Uhrzeit noch erreichen. Komm. Gucken wir gleich rüber. Cool, das klingt doch toll. Oh. Jetzt gibt's Radio. Nicht ein bisschen Zeitung. Komm doch rein. Hol sie rein, nicht Zeitung lesen. Na komm, wirf's dahin, hol's rein. Rein einladen, Musik läuft schon. Spitze. Komm rein. Na komm. Und erzählt irgendwas? Du sollst sie reinholen. Da kommt sie, nice. Könnt ihr euch ein bisschen unterhalten? Oha! Da scheint was zu funktionieren. Da scheint es zu funken. Oh, sie muss schon gehen. Nein! Bleib doch. Da war die Frage nach Einziehen. Hätten wir machen können. Nacht bleiben vielleicht erstmal. Da schläft er ein hier. Zur Musik. Ja, bei Musik schlafen, wenn er es kann. Bitte. Ich könnte es nicht. Na denn. Sieht aus, als müsste er zur Arbeit. Oder so. Auf Toilette muss auch noch. Okay, dann mach mal. Ja, dann ruft er vielleicht, oh, kurz, uah, ruft er vielleicht vor dem Arbeitsgehen mal sie noch mal an. Ja, ich komme nicht rüber und entstopf mal die Toilette im Moment, bevor sie da ist. Deswegen ist gerade schlecht gelaunt, um zu putzen. Auch von mir aus. Hauptsache, er ist gut gelaunt, um sie einzuladen. Ein anders ran. Nein, Zweig, du kannst doch jetzt nicht gehen. Lad sie ein. Bitte ja. Bitte sagt ja. Das sieht gut aus. Ja, sie hat ja gesagt. Ja, komm. Lass sie einziehen. Das wäre gut, das wäre spitze, dann hätten wir sie bei uns. Nice. Das sieht gut aus. Spitze. Nice. Zum Haushalt hinzufügen, Sim-Leiste. Wenn ein Sim sehr gut mit jemandem befreundet ist, kann er ihn bitten, bei ihm einzuziehen. Das neue Haushaltsmitglied erscheint links in der Sim-Liste. Berühre den Sim in deiner Leiste, um deinen aktiven Sim zu wechseln. Okay. Jo. Ist doch nice, sie wohnt jetzt hier. Ist schnell mal umgezogen in 2 Sekunden. Okay, und was mit der Arbeit? Müsstest mal langsam arbeiten gehen. Ja, komm. Zeigst du gleich mal das Doppelbett. Genau, so macht man das. Deswegen hat seinen Job gekündigt. Okay. Was geht?
Boah, würde ich mal sagen, im nächsten Part, falls der irgendwann mal kommt, holen wir uns einen neuen Job. Dann holt sie sich noch einen Job und dann, ja, können wir vielleicht ein schönes Familienleben beginnen. Boah, hier stinkt doch alles. Geschirrspülen hier mal. Zwei. Und mal endlich was anziehen, hier nicht immer einen Schlafanzug hier rum. Oh, der Freundschaftssound. Das stinkt ja, aber alles, das musst du doch mal sauber machen. Wenn du jetzt hier eine Freundin hast. Dann darf hier doch nicht alles rumliegen. Das kann doch hier nicht möglich sein. Oh, da steht sie neben mir. Was geht? Sohn. Oh, was hat er vor? Oh, er massiert sie. Na, das ist doch spitze. Ja, das sieht doch so aus, als könnte was werden aus der Freundschaft. Sind schon eingezogen, sind gemeinsam. Ja. Alter, genau. Ah, ein duftes Pärchen hier. Jo, und damit würde ich mal den Part hier beenden von Sims 3. Ja, ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen haben sollte. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja, den nächsten Part von Sims 3 nicht verpassen wollt.